Willkommen zu Börse Live. Liebe Zuschauer, schönen guten Abend. Heute Nachmittag hat dann Siemens nochmal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn Siemens glaubt nicht mehr daran, die Ziele für 2014 erreichen zu können. Damit hat der Konzern dann, würde er zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose kappen. Wegen geringerer Markterwartungen traut sich Siemens nicht mehr zu, eine Ergebnismarge von mindestens 12% zu erreichen. Dabei bezieht sich Siemens auf die Summe der Ergebnisse in seinen Sektoren am Donnerstag. Am 1. August will das Unternehmen seine Zahlen zum vergangenen Quartal veröffentlichen. Das kam alles andere als gut an heute bei den Anlegern in Frankfurt. Wir fragen direkt mal nach bei Mick Nau. Schönen guten Abend auf die Börsengalerie in der deutschen Börse. Mick, die Siemens-Aktie im Mittelpunkt, sehr schwache Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt. Ja, muss man sagen, die Aktie teilweise bis an die 8% in die Knie gegangen. Zu Handelsschluss sind es noch fast 6%. Ja, das mögen die Börsianer bekanntlich gar nicht, wenn man hier zu wenig Auskünfte bringt, wenn man hier zu wenig Informationen hat und wenn dann zweimal im Jahr dann noch gewarnt wird. Wie gesagt, Peter Löscher hatte ja bereits im Mai dann schon Anfang Mai die Prognose fürs laufende Jahr gekappt. Nein, jetzt haben wir mehr oder minder Juli, August und jetzt kappt man schon dann die Prognose, das Renditeziel für 2014. Das gibt man dann schon auf und da flüchten natürlich die Anleger ganz klar aus der Aktie, weil sie da halt eben auch jetzt langfristig da keine Perspektive drin sehen, was ja wohl auch verständlich ist. Naja, und das werden wir gleich bei den Gewinnern und Verlierern noch sehen. Und beide Aktien, BASF und Siemens, liegen bleischwer am DAX-Ende, weil ansonsten hätten wir durchaus die Marke von 8.300 Punkten halten können, mitnehmen können. Aber so geht der Markt raus bei 8.298 Punkten. Also da gibt er also dementsprechend ab, kann die Marke von 8.3 nicht unbedingt verteidigen. Schauen wir mal auf die stärksten und auf die schwächsten Werte aktuell, die wir im Leitindex haben. Ja, da haben wir so ein paar defensive Werte, wie halt eben die Heidelzement-Börse. Kommt heute abends übrigens nachbörslich mit Zahlen. Die Münchner Rückdeutsche Post, ja, die gute Markt und auch die Adidas kann heute punkten. Ist ja in den letzten Tagen noch immer wieder verkauft worden. Schauen wir mal, was da unten liegt. Da haben wir dann, wie gesagt, die Siemens-Aktie, dann BASF. Ja, da musste ja heute Konzernchef Kurt Bock auch mit schlechteren Zahlen aufwarten. Der Konzern spürt einen konjunkturellen Gegenwind, haben wir gehört, das könnte sich auf die Profitabilität dementsprechend auswirken. Und naja, jetzt wäre es wohl wesentlich anspruchsvoller, die Jahresziele dann doch noch zu erreichen, die Ergebnisziele. Naja, jetzt schauen wir mal weiter. Lanxess, Commerzbank in Tiefer, da hören wir aus Detroit. Die Stadt hat ja in den Vereinigten Staaten Insolvenz angemeldet, dass doch Commerzbank, die Tochter, die Eurohypo, dann doch der Stadt noch Kredite gegeben hat im Wert von 400 Millionen Dollar. Würde ich ganz klar sagen, sollte man jetzt schon besser mal abschreiben. Kann man sich abschreiben. Dankeschön, Mick Knauf in Frankfurt. Schönen Abend. Bis dann. Gute Nachrichten gibt es dagegen heute von Facebook. Wenn wir uns die mal genauer anschauen, das Werbegeschäft, vor allem mobil, das läuft immer besser. Die Anleger gewinnen immer mehr Vertrauen wieder in die Aktie. Gestern schon nachbörslich ein kräftiges Plus und heute auch zum Handelsauftakt 26% vorhin die Aktie von Facebook im Plus. Der Umsatz, schauen wir nochmal ganz genau auf die Zahlen, steigt um 53% auf 1,8 Milliarden Dollar. EPS plus 13 Cent nach einem Minus von 8 Cent im Vorjahr. Oder schauen wir auf die Gesamtzahlen, Nettoergebnis 333 Millionen Dollar, vorher noch Verlust von 157 Millionen Dollar. Ich hatte es angesprochen, zum Handelsauftakt haben wir drüber gesprochen, schon mit Manuel Koch, da war die Aktie 26% im Plus. Wir wollen jetzt natürlich nochmal genauer wissen, was macht die Facebook-Aktie. Manuel Koch nochmal, schönen guten Tag nach New York. Manuel, sind die Anleger immer noch so erfreut von der Bilanz? Auf jeden Fall, wir sind jetzt gute 24% im Plus und man honoriert eben, dass das Unternehmen große Fortschritte gemacht hat, gerade bei der mobilen Werbung, die ja so wichtig ist. 41% des Gesamtumsatzes wird dadurch generiert und das ist dann zukunftsweisend, weil immer mehr natürlich auf ihren Smartphones und Tablets Facebook benutzen und da muss man einen Weg finden, um den Umsatz zu generieren und den scheint Mark Zuckerberg mit seinem Team nun in den Griff bekommen zu haben. Aber schauen wir auf den Dow Jones, der ist nicht ganz so gut unterwegs, im Minus mit 0,4%. Wir sind bei 15.475 Zählern. Die Nasdaq noch knapp im Plus mit 0,1%, 3.583 Punkte. Heute von Konjunkturseite haben wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Die sind um 7.000 auf 343.000 gestiegen und die Auftragseingänge für langlebige Güter im Juni sind um 4,2% angestiegen. Das war besser als erwartet. Und wir haben natürlich noch eine Vielzahl von anderen Unternehmenszahlen heute gesehen. So General Motors, die Aktie ist jetzt ins Minus gegangen, nachdem sie vorhin dann im Plus gestartet war. Man konnte den Verlust in Europa minimieren.
verringern von fast 400 Millionen auf nur noch 110 Millionen. Das ist ein sehr positives Signal. Der Gewinn, der ist aber im Vergleich zum Vorjahr 24% geringer, auch wenn die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden. Der Mischkonzern 3M, auch die Aktie im Minus. Dort ist der Reingewinn nur minimal in den Erwartungen. Vor allen Dingen der Energie- und Elektrosektor macht zu schaffen. Der Konzern will nun eigene Aktien zurückkaufen. Und gestern nachbörslich kam schon Visa. Die Aktie ist fast 4% heute ins Plus gegangen. Dort stiegen die abgewickelten Zahlungen um 13% und der Gewinn liegt unter dem Strich bei 1,2 Milliarden Dollar. Ansonsten schauen wir dann heute nachbörslich auf Amazon und Zynga. Die Zahlen werden uns dann sicher morgen weiter bewegen. Darauf warten wir dann gespannt. Dankeschön, Manuel Koch nach New York. Also ein wahrer Zahlenreigen, den wir da gesehen haben in den USA, auch in Deutschland. Vor allem in der zweiten Reihe viele Bilanzen, die heute vorgelegt wurden, aber auch im DAX gab es eine, und zwar vom weltgrößten Chemiekonzern. Das ist natürlich BASF, Sie sehen schon eingeblendet, durchwachsene Zahlen waren es, die uns hier veröffentlicht wurden. Es geht ums zweite Quartal, also in den Monaten April bis Juni. Die Erlöse sind zwar gestiegen, leicht um 3% auf 18,4 Milliarden Euro, aber dann eben der Blick auf die Gewinnseite. Das war der enttäuschende Blick. Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen, der fällt überraschend um 5% auf 1,8 Milliarden Euro. Unterm Strich hat BASF 1,2 Milliarden Euro verdient, gut 4% weniger als im Vorjahr. Wir sehen es, das sieht man eben auch am Gewinn je Aktie, am EPS 1,26 Euro verdienen die Aktionäre hier pro Schein. Ein Minus von eben 4%. Für die weitere Entwicklung in der Branche zeigt sich BASF ebenfalls pessimistischer als bisher. Die Jahresprognosen, die hat der DAX-Konzern dagegen bestätigt. BASF ja nur ein wichtiges Thema, was wir heute gesehen haben. Es gab noch andere wichtige Themen. Wir schauen darauf zurück. Ich begrüße David Wotzka vom Brokerhaus GKFX. Herr Wotzka, schönen guten Abend. Der DAX heute also deutlich im roten Bereich. Wie geht es in Ihrer Meinung nach weiter mit dem Leitindex? Ja, also die Kursverluste, kann man eigentlich so sagen, die liegen hier noch im Rahmen, kann man als Verschnaufpause durchaus bezeichnen. Solange der DAX letzten Endes über den 8200 Punkten bleibt, wird die Aufwärtsdynamik, die wir so seit circa einer Woche sehen, schon unberührt bleiben. Was halt hier definitiv nicht passieren darf, ist, dass der DAX unter die 8080-Punkte-Marke fällt. Ansonsten bleibt meiner Meinung nach das Ziel definitiv erstmal das Allzeithoch. Das klingt trotzdem positiv, obwohl wir heute gesehen haben, auch positive Nachrichten, wie zum Beispiel der IFO-Index, der kann nicht unbedingt auch für Kursgewinne sorgen. Zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die Stimmung der Wirtschaft steigt und steigt. 106,2 der momentane Stand des IFO-Index. Warum reicht das den Anlegern nicht? Warum sind die nicht überzeugt? Ja, wir stehen eigentlich ganz gut momentan da am Markt, also nahe der Höchststände. Aber ganz klar ist, die Börse denkt ja im Endeffekt vor und die Unternehmer, also die den IFO-Index darstellen, die sehen die nächsten 6 Monate mehr oder weniger skeptisch. Das stand so zwischen den Zeilen bei der Veröffentlichung des IFO-Index. Deswegen sind die Anleger hier ganz einfach nicht überzeugt, aber das ist meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung momentan. Was letzten Endes wichtig ist, ist, dass die Konjunktur endlich mal eine klare Richtung bekommt. Die ist etwas benebelt momentan, deswegen bleiben die Abwärtsrisiken erstmal bestehen. Dann schauen wir auf die Einzelwerte. Wir haben schon jetzt vorhin nochmal gehört. Siemens steht im Mittelpunkt mit einer Gewinnwarnung, die Aktie kräftig verloren. Hat sie die Nachricht genauso überrascht wie die Anleger? Sicherlich war das definitiv eine Überraschung. Also gerade Anfang Mai wurde ja bereits die Gewinnprognose für das laufende Jahr gestrichen. Da haben sich die Probleme schon ein klein wenig gezeigt. Das Papier selber, das ist seit mehreren Monaten in der Handelsspanne so zwischen 76 Euro und 88 Euro. Ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen abgerundet. Also bei 76 Euro haben wir die Unterstützung. Ich werde das jetzt einfach mal charttechnisch erläutern. Und bei diesen 76 Euro, da liegt ganz einfach der Fokus momentan. Und aufgrund dieser heutigen eingeleiteten Abwärtsdynamik, will ich mal sagen, ist diese Marke doch schon in Gefahr. Also darauf muss der Anleger jetzt achten, denn letzten Endes ein Bruch würde ganz klar weitere Abverkäufe auslösen. Schauen wir, Stichwort Abverkäufe, auch auf BASF. Da gab es heute die Zahlen. Weltgrößter Chemiekonzern ist ja auch konjunkturell eine wichtige Branche, die Chemiebranche. Was bedeuten die Zahlen? Ganz klar, also hier, das ist vollkommen richtig, hier wurde ein schlechtes Signal gesetzt, auch für die Konjunktur. BASF bekam ja im Allgemeinen wirklich die schwache Konjunktur in vielen Ländern deutlich zu spüren, gerade im letzten Quartal, deswegen
musste man heute diese schlechten Zahlen vorlegen. Letzten Endes muss man hier doch schon etwas vorsichtig sein, also gerade als Spekulant, ob auch als Anleger, das ist vollkommen egal, da diese Woche der Aufwärtstrend, der mehr oder weniger so seit 2009 vorherrscht, gebrochen wurde. Zusätzlich hat man hier ein weiteres Problem. Wir haben starken Widerstand bei 76 Euro in Form von einem Doppeltop. Und sollte dieses Doppeltop bestätigt werden, diese Bestätigung, die wäre oder würde kommen, wenn die 65 Euro Marke fallen sollte. Deswegen hat man hier allgemein dieses Problem, dass man zwei negative Aspekte hat, also jetzt rein charttechnisch betrachtet. Deswegen gilt hier definitiv auch wachsam sein. Dann schauen wir noch zum Abschluss auf Facebook. Da haben sich die Anleger gefreut über das Zahlenwerk. Wir haben vor allem gehört, dass die Umsätze mit der mobilen Werbung sehr stark ansteigen. Sehr wichtiger Markt für das soziale Netzwerk. Haben Sie sich auch gefreut? Nee, leider nicht, Herr Damm. Ich habe die Aktie selbst nicht gehandelt, auch nicht im Depot. Aber letzten Endes wird Facebook jetzt ganz ehrlich mal spannend. Das IPO, da erinnere ich mich noch ganz gerne zurück, das ist damals komplett gescheitert. Also die Aktie, die ging innerhalb von wenigen Wochen auf die 18-Dollar-Marke zurück. Jetzt sehen wir eine deutliche Erholung. Wir sind mittlerweile über dem IPO-Preis. Die Aktie, die läuft auch so seit längerem in einer bullischen Flagge. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich, dass wir weitere Zugewinne so bis in den Bereich von 37 Dollar haben könnten. Also zumindest so wirklich im ersten Step. Dann besten Dank für den Überblick. David Wotzka von Brokerhause GKFX. Schönen Abend Ihnen. Sehr gerne, Herr Damm. Gleichfalls. Ja, wir haben noch, wie angesprochen, weitere Zahlen heute gesehen, vor allem in der zweiten Reihe. Sebastian Schick fasst den Newsflash zusammen. Die Software AG hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt als erwartet. Die Erlöse fielen um 8% auf 238 Millionen Euro. Unterm Strich sank der Gewinn um 23% auf knapp 29 Millionen Euro. Die Erwartungen für das Gesamtjahr hat die Software AG gedämpft. Die Zielwerte könnten jeweils am unteren Ende der ausgegebenen Spanne herauskommen. Der Geldautomatenhersteller Vincor Nixdorf erhöht seine Jahresprognose nach 9 Monaten. Bereits zum Geschäftshalbjahr hatte Vincor eine Anhebung der Prognose in Aussicht gestellt. Statt 2% soll der Umsatz jetzt um 5% wachsen, auf knapp 2,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll bei 130 statt 120 Millionen herauskommen. Das wäre eine Steigerung von fast 30% im Vergleich zum Vorjahr. Der LED-Maschinenbauer Extron kommt nicht vom Fleck. Im Vergleich zum Vorjahresquartal reduzierte sich der Umsatz um knapp 2% auf rund 45 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorquartal war das allerdings ein Plus von 13%. Unterm Strich blieb der Verlust bei knapp 12 Millionen Euro hängen. Im ersten Quartal lag der Verlust noch bei 76 Millionen Euro. Eine Prognose für das Gesamtjahr wurde weiter nicht getroffen. Einige Nachrichten heute also zu verarbeiten für die Anleger, auch für Sie wahrscheinlich, liebe Zuschauer. Dann jetzt entspannen am Abend. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Dann morgen sind wir wieder ab 8 Uhr live für Sie da. Dann begrüßt Sie hier wieder Caroline Oltersdorf. Wie gesagt, schönen Abend. Wir sehen uns ab morgen Mittag wieder. Bis dann und tschüss.